Tolle Locke. Ein neuer Fall für uns. Geht klar. Hallo Locke. Hallo Tom. Wir lösen alle Probleme. Wir greifen ein bei jedem Fall, wo es nötig ist. Ich finde dich gut. Ich liebe dich, Locke. Meine Enkelin Locke bummelte zusammen mit ihrer Freundin Christel auf ihren Mofas durch die Kastanienallee. Sie fuhren so langsam, dass sie während der Fahrt ein kleines Schwätzchen abhalten konnten. Weit voraus sahen sie meine liebenswerte Freundin Agathe Meyer, die gerade über die Straße gehen wollte. Du, Christel, da vorne ist Oma Meier. Kennst du sie eigentlich? Ja, klar, Locke. Wer kennt die Fußball-Oma nicht? Sie wartet wohl schon auf dich. So eilig ist es nicht. Und sie hat noch von der Medizin. Sie hat mit den Nachbarn getratscht. Na und? Wozu hat man Nachbarn? Ich meine ja nur. Hey, ist der verrückt geworden? Oma Meier, sie ist gestürzt. Er hat sie umgefahren. Dieser Lump, den schnapp ich mir. Nein, warte. Wir müssen nach Oma Meier sehen. Oma Meier! Locke, Christel, oh, mein Knie. Oh, bitte, helft mir auf. Ja. Oh, Kinder. Um Himmels Willen, Oma Meier. Oh, das Knie blutet ja. Wird's gehen, wenn Locke sie stützt? Ich will sehen, wohin der Kerl fährt. Ich will seine Adresse. Ja, es geht, Christel. Aber bitte fahr langsam, dass du nicht verunglückst. Ja, ja, ich werde positiv sein. Kommen Sie, Oma Meier, ich helfe Ihnen. Nur nicht aufregen. Denken Sie an Ihr schwaches Herz. Ich war so erschrocken. Der Mensch ist so dicht an mir vorbeigefahren, dass ich dachte, er überfährt mich. Ja, kommen Sie. Wir gehen ins Haus. Dann rufe ich den Arzt. Das Knie muss behandelt werden. Ach, lass nur, das schaffen wir auch allein. So, da wären wir. Warten Sie, ich mach die Haustür auf. Danke, Locke, danke. Oh, ich muss mich setzen. Ja, oh, das Knie wird schon dick. Der Arzt muss kommen. Moment, wir müssen das Bein hochlegen. So. Oh ja, danke. Ah, das geht schon. Die Nummer steht da auf dem Zettel. Ja, ich hab sie. Oh, besetzt. Ausgerechnet jetzt. Darf ich Tom eben anrufen? Aber selbstverständlich doch, Locke. Conradi? Hallo Tom, hier Locke. Du musst sofort kommen zu Oma Meier. Sie ist angefahren worden und der Motorradfahrer hat Fahrerflucht begangen. Wir müssen ihn erwischen. Schneller war als sie. Doch zum Glück gibt es hier Ampeln, an denen auch die schnellsten Motorradfahrer halten müssen, sodass die Mofas immer wieder aufholen können. So gelang Christel das Kunststück, dem Verkehrsrüpel auf den Fersen zu bleiben, bis dieser vor einem verwahrlosten Haus hielt und abstieg. Danach fuhr sie zu meiner Freundin Agathe zurück, wo Tom inzwischen eingetroffen war. Sie brachte ihn nun zu der Adresse, die sie ermittelt hatte. Hier ist es. Hier. Mhm. Und der Kerl, der an seinem Motorrad herumbastelt, der war es. Danke, Christel. Willst du zusehen, wie ich ihn verdresche? Nein, für mich ist es schon zu spät geworden. Ich muss in die Stadt zurück. Tschüss. Tschüss, Christel. Und vielen Dank. Schon okay. Na, dann wollen wir mal. Hallo. Ist was? Eine ganze Menge. Ich brauche Ihre Personalien. Du brauchst was? Ihre Personalien, damit ich Sie anzeigen kann. Sie haben Unfallflucht begangen. Vorhin in der Kastanienallee. Sie haben eine alte Dame gestreift. Sie ist gestürzt und hat sich verletzt. Oh, du spinnst wohl, hä? Komm, hock dich auf deine Nähmaschine und hau ab. Erst Ihre Personalien. Hier in dieser Brusttasche stecken meine Personalien, du Blödmann. Wenn du etwas über mich wissen willst, hol sie dir. Besser, sie weisen sich freiwillig aus. Aber ich sag es wirklich nicht noch einmal. Ich auch nicht. Und jetzt hau ab oder es versetzt was. Zum Beispiel so.
Tut mir leid. Darauf gibt es nur eine Antwort. Au! Lass mich! Lass mich! Du bist im Fußballclub Kickervereinigung? Du hättest mal lieber in einen Karateclub gehen sollen. So wie ich. Aua! Ich will ja nur deine Brieftasche, Junge. So, danke. Aha. Herbert Grempel heißt du also. Prima. Zwei Zeugen haben dich übrigens gesehen, wie du Frau Agathe Meyer zu Fall gebracht hast. Wir treffen uns vor Gericht wieder. Als Tom von dem Verkehrssünder Herbert Grempel zurückkehrte, war der Arzt bereits bei meiner Freundin gewesen und hatte sie versorgt. Locke hatte mit der Tochter und dem Schwiegersohn, der liebenswerten alten Dame, telefoniert und sich dazu entschlossen, für einige Tage bei Agathe zu wohnen, da sich sonst niemand fand, der für sie hätte sorgen können. Ich gehe schon hin, Oma Meier. Oh, das wird meine Tochter sein mit ihrem Mann. Ach, du bist es, Detlef. Hallo, Locke. Ich habe hier einen Wäschesack mit den Hemden unserer Fußballmannschaft. Oma Meier wäscht die doch immer. Na, und die sauberen Trikots, die will ich abholen. Komm rein, aber die dreckigen Trikots kannst du gleich wieder mitnehmen. Oma Meier ist krank. Was, krank? Na, und die Trikots? Die trocknen hängen auf der Leine. Na, schön. Kannst sie reinholen. Wie bitte? Was hast du gesagt? Auf dem Ohr höre ich schlecht. Du kannst dich selbst bemühen, mein lieber Detlef. Oder meinst du, Oberkassierer vom FC Rundesleder, dass das zu viel Arbeit für dich ist, hä? Nee, das nicht. Ich dachte nur, weil meine Aufgabe ist doch die Buchführung. Da ist die Tür zum Hof. Und außerdem hast du vergessen, Oma Meier guten Tag zu sagen und sie zu fragen, wie es ihr geht. Ach so, ja. Nicht nur, dass die Eltern mit einem rummeckern, nun fängst du auch schon an. Ist schon gut, Detlef. Ich weiß ja, dass du es nicht so meinst. Es geht mir schon wieder ganz gut. Also dann, dann werde ich mal wieder gehen. Ich nehme die Trikots selber ab. Und die anderen wieder mit? Ja. Doch da sich niemand meldete, beschloss er, im Garten nachzusehen, wo sich die Familie Dräger im Sommer oft aufhielt. Vielleicht sind sie im Garten hinter dem Haus. Mal sehen. Bitte, 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 Magda, glaube mir. Ah, da sind Sie ja. Doch, Magda, wir müssen uns fügen. Es ist das kleinere Übel. Lieber werfe ich einem Erpresser 10.000 Mark in den Rachen, als dass ich meine Existenz ruiniere. Oh Gott, und wenn das so weitergeht? Bestimmt nicht. Nur einmal, Magda. Guten Tag, Frau Dräger. Tag, Herr Dräger. Das hat Detlef vorhin bei Oma Meier liegen lassen. Hallo, Tom. Das ist aber nett von dir. Ja, die Pläne brauche ich. Detlef hat sie mir aus dem Büro geholt. Dieser Junge hat wohl nur seinen Fußballclub im Kopf, wie? Setz dich doch, Tom. Möchtest du eine Tasse Kaffee? Da sage ich nicht nein. Danke. Ich darf dir doch auch ein Stück Pflaumenkuchen geben, oder? Danke, Frau Dräger. Gern. Als ich eben kam, hörte ich, was Sie redeten. Tut mir leid. Ist es wahr? Sie werden erpresst? Erpresst? Wie kommst du denn darauf? Sie sagten doch, lieber würden Sie einem Erpresser 10.000 Mark in den Rachen werfen, als Ihre Existenz zu ruinieren. Verstehen Sie mich richtig. Ich will nicht aufdringlich sein, aber wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, dann stehe ich zu Ihrer Verfügung. Nein, das hast du missverstanden, Tom. Das Wort Erpresser habe ich symbolisch gemeint. Es ging nicht um einen wirklichen Erpresser, sondern um eine berufliche Situation, verstehst du? Ich muss jemanden 10.000 Mark im Preis nachlassen, damit aus dem Auftrag was wird. Verstehst du? Ach, das ist allerdings was anderes. So, hier ist der Kaffee. Tom war ganz sicher, dass der Architekt log, dass sich die Balken bogen. Herr Dräger steckte in Schwierigkeiten.
Und er leugnete, weil der Erpresser irgendetwas gegen ihn in der Hand hatte. Irgendetwas hatte sich Detlefs Vater zu Schulden kommen lassen. Aber was konnte das... Ah, hallo, du. Verzeihung. Sie sind bestimmt Locke. Ja, die bin ich. Und Sie sind vorher Fiebig. Genau, Fiebig, Jochen Fiebig. Der liebe Schwiegersohn von Oma Meier. Und das ist meine Frau Susanne, Omas liebliche Tochter. Dürfen wir eintreten? Bitte, kommen Sie. Hallo, liebe Schwiegermama. Wie ich sehe, geht's dir schon wieder etwas besser, hä? Hm? Naja. Wie ich hörte, wird Locke einige Tage hier bleiben. Damit nehmt ihr uns eine große Sorge ab. Nicht wahr, Susanne? Ja, wirklich. Ich kann ja tagsüber nicht, weil ich arbeiten muss. Und ich habe einen neuen Job. Wenn ich da gleich am ersten Tag fehlen würde, wäre ich ihn schnell wieder los. Du hast eine Stellung? Endlich! Das freut mich für dich. Ja, als Immobilienmakler. Da kann man den Leuten prachtvoll das Fell über die Ohren ziehen. Ist üblich in der Branche. Ach ja? Und was muss man da können? Nichts. Hauptsache, man hat den Daumen auf Wohnungen und Häusern. Die vermittelt man dann an Käufer und Mieter. Und die müssen dafür löhnen, aber kräftig. Und alles in meine Taschen. So. Und seit wann bist du in dem Beruf? Um genau zu sein, ich fange jetzt damit an. Aber ich werde Erfolg haben. Ich spüre es. Wer hat dich denn eigentlich angefahren, Schwiegermama? Der Rüpel ist doch hoffentlich bekannt, oder? Oh ja, wir kennen seinen Namen. Er heißt Herbert Grempel. Grempel? Ach, der war das. Ja, den Kerl kenne ich, du. Eine ganz üble Erscheinung. Sorgt immer für Radau beim Fußball. Aber das ist ärgerlich. Also, da habe ich doch tatsächlich meine Brieftasche zu Hause liegen gelassen. Susanne, hast du Schecks mit? Nein, tut mir leid. Zu ärgerlich. Ich muss doch diese Rechnung bezahlen. Was machen wir denn da? Ach, Schwiegermama, kannst du mir mal aushelfen? Ich? Wie viel brauchst du? 500 genügen. Und du kriegst es natürlich wieder. Im Sekretär liegen 2500 Mark. Nimm dir die 500. Ah ja, danke. Hast du es? Ja, danke. Wir gehen dann auch, ne? Gute Besserung. Und du kriegst das Geld wieder. Tschüss. Gute Besserung, Mama. Wiedersehen. Danke. Es geht schon wieder. Es ist nur mein Herz. Das ist zu schwach. Für das Herz war dieser Unfall schlimmer als für das Knie. Das war ja ein kurzer Besuch. Ja, so ist er leider, mein Herr Schwiegersohn. Das ist ein Luftikus. Ich verstehe nicht, dass Susanne zu ihm hält. Na ja, sie ist immerhin seine Frau. Ja, natürlich. Es belastet mich zu sehen, wie sie mit ihm auskommen muss. Naja, jedenfalls ist er ansonsten friedlich, was man leider nicht von allen Menschen sagen kann. Was? Nein, wirklich nicht? Oh, davon könnte ich ein Liedchen singen. Was? Sie? Die liebenswerteste Oma, die ich kenne? Na, übertreibe nicht, Locke. Ich will dich gar nicht damit behelligen. Es ist ja noch nichts wirklich Bedrohliches was? Geschehen. Bedrohliches? Aber Oma Meier, wovon reden Sie denn? Also worum geht es? Ach, es ist ja nicht jede Nacht so. Und ich würde nichts sagen, wenn ich nicht immer solche Herzschmerzen dabei hätte. Was ist nachts? Nun, manchmal werde ich aus dem Schlaf geschreckt. Durch Geräusche. Jemand kratzt am Fenster und klopft und poltert. Ich habe schon einmal einen Schatten gesehen. Eine dunkle Gestalt, die durch den Garten schlich. Oh nein. Und hat sich das wiederholt? 4-mal bisher. Ich habe jedes Mal einen Herzanfall gehabt. Ach, so eine Gemeinheit, Oma Meier. Ich finde, Sie hätten uns sofort benachrichtigen müssen. Ach, weißt du, Locke, erst wollte ich die Polizei bemühen, aber vielleicht hätte man dort geglaubt, ich bilde mir das alles nur ein. Also ich verstehe das nicht. Wer könnte so etwas Gemeines tun?
Sie sind doch so beliebt, vor allem bei den Fußballern, für die Sie so viel tun. Einer von FC Rundes Leder? Nein, bestimmt nicht. Aber von der KV vielleicht. Von der Kickervereinigung. Die sind doch dafür bekannt, dass sie ständig Ärger machen. Ja, aber warum sollten sie? Na ja, weil sie den FC Rundesleder unterstützen, wo immer sie können. Ach, Oma Meier, sie waschen nicht nur die Trikots, sondern stiften auch ständig Geld, kaufen neue Bälle und bezahlen die Reisen. Ja, aber das ist doch kein Grund. Na, für die Rocker vom KV schon. Tom muss sich darum kümmern. Außerdem werden wir Niki hierher holen. Ach, euren Hund? Genau den. Eine Mischung aus Boxer und Wolfshund. Zu uns ist der immer lieb, aber wenn der nachts jemand im Garten erwischt, oh weh. An diesem Tag war noch eine Unmenge zu erledigen. So blieb Locke kaum Zeit, Tom über die nächtlichen Vorfälle zu informieren. Und Tom kam ebenfalls nicht dazu, Niki vorbeizubringen. Bis Mitternacht blieb alles ruhig. Aber dann schreckte Locke aus dem Schlaf hoch. Sie horchte. Irgendetwas stimmte nicht. Und dann hörte sie die Rufe meiner Freundin Agathe. Die liebenswürdige alte Dame schien einem Zusammenbruch nahe zu sein. Locke, komm! Das ist Oma Meier, ich muss zu ihr. Oma Meier, was ist denn? Locke, hast du das gehört? Der ist wieder da. Oh, ich muss sehen, wer das ist. Vielleicht kenne ich ihn. Nein, nein, Locke, nicht das Fenster öffnen. Ach, nur ruhig, Oma Meier, es kann nichts passieren. Die Jalousien sind ja unten. Und dieser Kerl wird schon aufhören, wenn ich... Oh Gott, Locke! Scheren Sie sich weg, Sie Mistkerl, mit Ihrem albernen Theater. Was wollen Sie denn? Sagen Sie es doch, oder macht es Ihnen Spaß, eine alte Frau zu erschrecken? Wenn Sie nicht augenblicklich abhauen, rufe ich die Polizei. Die Jalousie. Fast hätte er sie zerschlagen. Dieser Schweinehund. Mach das Fenster zu, Locke, bitte. Das Fenster ja, zu. Sofort. Gott sei Dank. Das Fenster ist zu. Jetzt reicht es. Jetzt ist Schluss. Ich rufe die Polizei an. Weißt du die Nummer? Ja, natürlich. Aber leise, damit er es nicht hört. Und mach kein Licht, sonst merkt er was. Oma Meier, das gibt es doch nicht. Das Telefon, es ist weg. Oma Meier, haben Sie das Telefon aus der Steckdose gezogen? Das Telefon ist weg? Aber ja. Das ist unmöglich. Ich weiß genau, dass es vorhin noch auf dem Flur gestanden hat. Es gibt nur eine Steckdose für das Telefon dort und eine hier. Es muss da sein. Nee, ist es aber nicht. Locke, sieh doch. Ah, da steht der Kerl. An dem Fenster dort zum Flur. Man sieht seine Schatten. Der blickt zu uns rein. Oh Gott, mein Herz. Die Tür muss zu. Wo ist der Schlüssel, Oma Meier? Schlüssel? Für die Tür habe ich keinen Schlüssel. Er ist im Haus. Er ist durch die Kellertür gekommen. Oh, mein Herz. Oh Gott, mein Herz. Der Stuhl. Ich stelle einen Stuhl unter den Türgriff. Damit können wir die Tür absperren. Geht es? Ja, es geht. Man kann den Türgriff nicht mehr bewegen. Gut, Locke. Gut. Jetzt sind wir sicher. Bitte gib mir die Herztropfen. Oh, ich ertrag das nicht. Oh, ich ertrag das nicht mehr. Ja, warten Sie, warten Sie. Hier sind die Tropfen. Bitte nehmen Sie. Oh, danke, Locke. Danke. Es geht schon wieder. Der Mann ist im Haus, nicht wahr? Ja, ich glaube ja. Oh Gott, warum ist Tom nicht hier? Oder wenigstens Niki? Der würde jeden in Stücke reißen, der uns anrührt. Es ist nichts mehr zu hören. Vielleicht ist er weg. Nein, ich glaube nicht. Da! Schritte! Ich glaube, er ist an der Tür. Oh, was will der Mensch? Ob das ein Wahnsinniger ist? Ruhig, ganz ruhig. Nein, nicht ruhig. Wenn
Sie stehlen wollen, dann nehmen Sie mein Geld. Es liegt im Wohnraum, im Schreibsekretär. Es sind 2000 Mark. Aber bitte verschonen Sie uns. Jetzt ist er weg. Hoffentlich, Locke. Er hat das Geld nicht genommen. Im Wohnzimmer war er jedenfalls nicht. Verstehst du das? Vielleicht war es wirklich ein Verrückter. Ich sehe mal nach. Nein, warte noch. Er ist weg. Es ist so still. Oma Meier, das Telefon ist wieder da. Ruf die Polizei an, Locke. Bitte. Das ist genau das, was ich jetzt vorhabe. Ach ja, Agatha hatte schon recht. Die Polizei konnte nicht mehr viel ausrichten. Locke hatte sogar das Gefühl, dass man ihr und meiner lieben Freundin nicht so recht glauben wollte, dass wirklich dieser unheimliche Besucher im Haus gewesen war, zumal er nichts hatte mitgehen lassen. Daher wollte Locke sich lieber darauf verlassen, dass Tom ihnen half, falls sich der nächtliche Besuch wiederholen sollte. Als Tom am nächsten Tag kam, stand Locke mit weit ausgebreiteten Armen in der Tür und hinderte Detlef Dräger daran, das Zimmer zu verlassen. Na nu, was ist denn hier los? Die Haustür ist offen. Das werden wir gleich sehen. Tom, komm her! Locke, was ist denn los? Wieso lässt du Detlef nicht raus? Was ist passiert? Du wirst es nicht glauben, er hat Oma Meier bestohlen. Was? Detlef und gestohlen? Ach, mach die Locke. Tür zu. Oma soll es nicht hören. Jetzt wird der Hund aber in der Pfanne verrückt. Ich bin vollkommen fertig, Tom. Dass so etwas passieren kann, hätte ich niemals gedacht. Ich war in der Küche, um Speckpfannkuchen zu machen. Und da habe ich gehört, wie er kam. Das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Du bist ruhig, Dräger. Ich kam aus der Küche und sah gerade noch, wie er das Geld aus dem Sekretär nahm. Die ganzen 2000 Mark. Das Geld hat er noch in der Jackentasche. Oh, ein Glück, dass du gekommen bist. Nun, Dräger? Es ist nicht wahr. Ich hab nicht gestohlen. Ich muss jetzt nach Hause. Lass mich durch. Du müsstest dich mal sehen, Vereinskassierer. Dein Gesicht sieht aus wie ein verschimmelter Weißkäse. Ich hab kein Geld. In der Jackentasche hat er es. Rühr mich nicht an, Tom. Mach dich nicht unglücklich. Auch für eine Flasche wie dich habe ich eine Ohrfeige übrig, wenn's sein muss. Rühr mich nicht an, nein. Aha, da ist es ja. Dräger, weißt du überhaupt, wen du bestohlen hast? Das ist ja fast so, als würdest du bei deinen eigenen Eltern klauen. Und sowas ist Schatzmeister. Ach, Tom, sieh mal. Sieh mal, was außerdem noch in der Brusttasche war. Dieser Brief. Zusammengeklebt aus Zeitungsausschnitten. Was? Lass mal sehen, Locke. Hier. Wie telefonisch vereinbart, fordere ich 10.000 Mark Schweigegeld. Und so weiter und so weiter. Ein Erpresserbrief. An den eigenen Vater. Oh. Mann, Dräger. Du hast dich nicht getäuscht, Tom. Die Drägers werden tatsächlich erpresst. Und der Erpresser fordert 10.000 Mark. Und das Geld bleibt in der Familie. Ein bisschen viel auf einmal. Er ist nicht nur ein Dieb, sondern erpresst auch seine eigenen Eltern. Oh, aus diesem Brief geht hervor, dass sein Vater Unfallflucht begangen hat. Es ist doch nur, weil ich so in der Tinte sitze. Und es wäre mein Ende, weil ich 6.000 Mark aus der Vereinskasse genommen habe. Ich muss sie vor der Kassenprüfung zurücklegen. Oh, diese verdammten Spieler. Sie haben mich ausgenommen. Ich lasse mich nie wieder auf sowas ein. Nie wieder. Du hast 6.000 Mark aus der Vereinskasse genommen? Warum? Das war Zufall. Ich wollte ja gar nicht spielen. Aber irgendwie haben die beiden mich verarscht. Und da habe ich mich aufs Pokern eingelassen. Mit wem hast du um Geld gespielt? Ja, mit so einem Boris. Den Nachnamen kenne ich nicht. Und mit Baldgeier. Die beiden haben falsch gespielt und mir die 6.000 Mark abgenommen. Na, und was wäre gewesen, wenn du deinen Eltern die Wahrheit gesagt hättest? Die beiden hätten mich totgeprügelt. Also hast du deinen Vater erpresst. Ja, und aus dem gleichen Grund wollte ich Oma Meiers Geld nehmen. Ich wollte es in die Vereinskasse tun. Also eins muss man dir bescheinigen, Detlef Dräger. Du bist eine ganz besondere Art von Idiot. Locke,
Was machen wir nun mit ihm? Ich sehe wirklich nur eine Möglichkeit. Er muss zu seinen Eltern gehen und ihnen alles beichten. Mhm. Und dann muss er seinen Vater dazu bringen, die 6.000 Mark in die Vereinskasse zu zahlen. Richtig. Detlef, das ist die einzige Möglichkeit, die ganze Angelegenheit still und heimlich in Ordnung zu bringen. Und wenn es nicht auf diese Weise geht, dann müssen wir die Polizei einschalten. Du weißt, was dann los ist. Ihr wollt mir helfen, das alles wieder ins Reine zu bringen, ohne dass Oma Meier oder der Verein etwas davon erfahren? Oh, das werde ich euch nie vergessen. Hau jetzt ab und sieh zu, dass du mit deinen Eltern klarkommst. Natürlich musst du als Schatzmeister zurücktreten. Du kannst ja sagen, dass du keine Zeit mehr dafür hast. Ja, ja, natürlich. Oh, verdufte. In einer Woche ist Jahreshauptversammlung vom Verein. Und dann werden wir ja sehen, ob du alles wieder ins Lot gebracht hast. Ja, ja, das tue ich. Bestimmt. Ich vergreife mich niemals wieder an fremder Leute Eigentum. Na, hoffentlich. Dem qualmen die Socken, mein lieber Mann. Qualm? Hier qualmt doch was. Ach du lieber Himmel, die Speckpfannkuchen. Herzlichen Glückwunsch, Locke. Abgenommen hatte. Den Kuno Altgeier, den Detlef erwähnt hatte, wollten sie aber auf jeden Fall aufsuchen, denn von ihm hatten sie in einem anderen Zusammenhang schon gehört. Seine Adresse zu ermitteln, war für die beiden nur ein Katzenspiel. Hier ist es. Nummer 30. Erste Etage. Da oben brennt Licht. Er ist also zu Hause. Und was nun? Moment, jetzt geht das Licht aus. Und ob Altgeier runterkommt? Genau das. Die Treppenbeleuchtung geht an. Oh, jetzt bin ich gespannt, ob er es wirklich ist. Er soll so ein Lockenkopf sein und eine Nickelbrille tragen. Ich spreche ihn mit falschen Namen an. Mal sehen, ob sich was ergibt. Achtung, er kommt. Entschuldigung, Herr Riebesiel. Ich soll hier was abgeben und... Sie verwechseln mich. Mein Name ist Altgeier. Riebesiel? Ich glaube nicht, dass jemand dieses Namens hier wohnt. Tut mir leid. Nacht. Tommy, ich glaube, er geht zum Bahnhof. Seinen Koffer trägt er wie ein Korb voller frischer Landeier. Ich wette, in dem Koffer sind die ergaunerten 6.000 Mark. Wollen wir mal sehen, ob er zu seinem Mitfallspieler Boris geht. Klar, wir schließen die Mofas hier an den Laternenpfahl und bleiben ihm auf den Fersen. Kuno Altgeier trug den Koffer tatsächlich zum Hauptbahnhof. In der Bahnhofshalle blieb er an einer Würstchenbude stehen und blickte ungeduldig zur Uhr. Für Tom und Locke war klar, dass er auf jemanden wartete. Auffallend vorsichtig stellte er seinen Metallkoffer ab, ging unschlüssig hin und her und kaufte sich schließlich ein Würstchen. Wenn ich das so sehe, auf Pommes hätte ich auch Appetit. Sag mal, was ist denn das? Jetzt geht er so vorsichtig mit dem Koffer um, als wären 6.000 Eier drin. Und jetzt achtet er kaum noch drauf. Mhm. Ziemlich leichtsinnig ist er. Hey Tom, das sind doch Conny und Eddie aus deiner Klasse. Ja. Du hast mir erzählt, dass sie schon einige Male Koffer Nein. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Die klauen den Koffer. Schnell, wir müssen hinterher. Nein, lass sie. Ich weiß, wo sie wohnen. Wir wollen doch mal sehen, was Kuno Altgeier jetzt macht. Ich hab da so ein komisches Gefühl. Da, ist er das gemerkt. Oh, käsebleich ist er geworden. Er sieht aus, als würden ihm gleich die Pommes aus dem Gesicht fallen. Du hast recht, Locke. Der ist vollkommen fertig. Hey, jetzt rennt er zur Telefonzelle. Komm, vielleicht können wir hören, was er zu sagen hat. Da sind die Telefonzellen. Bleib hier, Tom. Ich gehe in die Nebenzelle. Altgeier ist so durcheinander, der sieht mich bestimmt nicht. Okay, stell deine Lauscher auf. Ich warte hier. Kuno Altgeier war tatsächlich so verstört, dass er Locke nicht bemerkte, obwohl sie unmittelbar neben ihm stand, nur durch eine Glasscheibe von ihm getrennt. Nach dem Gespräch verschwand er in der Menschenmenge. Locke kehrte bleich und nicht minder erschrocken als Altgeier zu Tom zurück. Glücklicherweise erfuhr ich erst sehr viel später, was sie gehört hatte. Sonst hätte ich wohl alles dafür getan, dass sie ihre Finger aus diesem Fall zurückzog. Locke, was ist los? Siehst aus, als wäre dir übel geworden. Oh, kneif mich mal. Aber in den Arm bitte.
Was ist denn los? Mein Koffer ist eine Bombe mit einem Zeitzünder. Ja, sie geht in genau 48 Minuten hoch. Was sagst du da? Das kann doch nicht wahr sein. Doch, es ist wahr. Altgeier hat es zu einem Komplizen gesagt, mit dem er telefoniert hat. Es sind 4 Kilo Dynamit im Koffer. Und damit wollen diese Verrückten das Stadtmuseum in die Luft jagen. Aber warum das denn? Das habe ich nicht ganz so begriffen. Ich glaube, sie wollen ein politisches Zeichen setzen oder so. Naja, Altgeier hat irgend sowas gefaselt. Er ist so eine Art Mini-Terrorist. Mini-Terrorist? Mir reicht's. Nach 48 Minuten? Jetzt noch 46. Ach, versteh doch, Tom. Deine Klassenkameraden Conny und Eddie haben den Koffer. Sie sind ahnungslos. Komm, Locke. Vielleicht erwischen wir sie noch draußen vor dem Bahnhof. Schnell! Doch so sehr sich Tom und Locke auch beeilten, die beiden Kofferdiebe waren verschwunden. Jetzt war guter Rat teuer. Wie konnte man die beiden erreichen? Es gab nur eine Möglichkeit. Sie mussten zu der Wohnung fahren, in der die beiden zusammen mit einem älteren Bruder von Conny wohnten. Tom und Locke rannten zu ihren Mofas und rasten zur Stadtgrenze hinaus. Viel zu schnell verstrich die Zeit. Als sie ihr Ziel endlich erreicht hatten, blieben nur noch 4 Minuten bis zur Explosion. Hier ist es. Diese Treppe hoch. Schneller, Tom, schneller. Hier wohnen sie. Oh, macht auf, schnell. Oh, gleich explodiert die Bombe. Ja, was soll denn der Blödsinn? Conny, schnell. Wo ist der Koffer, den ihr geklaut habt? Koffer? Was für ein Koffer? Mach keinen Blödsinn. Wir wissen, dass eine Bombe drin ist. Wirklich. Es ist die Wahrheit. Ihr habt höchstens noch 2 oder 3 Minuten, dann explodiert das Ding. Conny, wir haben euch dabei beobachtet, wie ihr im Bahnhof den Koffer gestohlen habt. Ehrlich. Es geht um Leben und Tod. Wir haben ihn aus dem Fenster in den Hof geworfen. Vor ein paar Minuten. Wir haben ihn geöffnet und dabei gesehen, um was es sich dreht. In den Hof? Oh Gott. Los, wir müssen nachsehen. Nein, Tom. Nein, es ist zu spät. Die Bombe explodiert gleich. Oh mein Gott. Nie im Leben werde ich wieder was klauen. Nie wieder. Das schwöre ich euch. Tom, Locke und Conny warteten mehrere Minuten lang. Doch nichts geschah. Die Bombe explodierte nicht. Schließlich suchten sie den Hof ab, fanden den Koffer mit der Bombe jedoch nicht. Dann endlich kamen sie dazu, die Polizei zu verständigen. Sie nannten den Namen Altgeier, verschwiegen aber, dass sie die Kofferdiebe kannten, nachdem Conny und Eddie hoch und heilig geschworen hatten, sich niemals wieder an fremdem Eigentum zu vergreifen. Einige Tage vergingen glücklicherweise, ohne dass sich etwas ereignete. Dann fand die Jahreshauptversammlung des FC Rundes Leder statt. Ich ließ es mir nicht nehmen, daran teilzunehmen. Zu meinem Erstaunen trat Detlef Dräger als Kassenwart und Schatzmeister zurück. Er übergab eine ordnungsgemäß gefüllte Kasse. Also wirklich, Tom, ich verstehe nicht, dass Detlef Dräger nicht mehr Schatzmeister sein will. Der hat seine Arbeit doch so gut gemacht. Oma Meier, Vorsicht! Ah! Oh Gott, der hätte uns ja beinahe überfahren. Das war Absicht. Der Kerl wollte uns umbringen. Aber warum? Warum wollte er das tun? Ich weiß es nicht, Oma Meier. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass ich es noch herausfinde. Das schwöre ich. Bitte kommen Sie ins Haus, bevor noch mehr passiert. Ja. Ach, du hast recht, Tom. Danke. Du hast mir das Leben gerettet. Ach, da seid ihr ja. Nanu, ihr seid ja so blass. Oma Meier, Sie zittern. Ist was passiert? Das erzählen wir dir gleich, Locke. Lass uns erst mal rein. Obwohl der Mann im Auto einen Motorradhelm aufgehabt hatte, hatte Tom ihn erkannt. Es war Herbert Grempel gewesen. Aber das sagte Tom nicht. Und dann zog er Locke zur Seite und unterrichtete sie über das, was vorgefallen war. Sie beschlossen, sofort zu Grempel zu fahren. Da drüben wohnt Grempel. Und das ist der Wagen, mit dem er uns beinahe überfahren hätte. Glaubst du, dass Grempel auch der Kerl war, der Oma Meier und mich nachts erschreckt hat? Ich bin eigentlich ziemlich sicher.
Für mich steht fest, dass er es von Anfang an auf Oma Meier abgesehen hatte. Erst hat er sie beinahe mit dem Motorrad umgefahren, dann hatte sie nachts geängstigt und jetzt noch die Sache mit dem Auto. Das sieht ja beinahe so aus, als wüsste er, dass sie ein schwaches Herz hat und sterben kann, wenn sie sich so aufregt. Genau. Und ich frage mich, woher weiß er das? Komm, wir gehen ein wenig näher ran an die Bude. Vielleicht sehen wir was. Tom, Grampel scheint Besuch zu haben. Da war eben jemand am Fenster. So ein dunkelhaariger Kerl. Hinter dem Busch, schnell. Er soll uns nicht sehen. Es ist Fiebig. Oh, verdammt, ich dachte es mir doch. Das ist der Nullbock-Schwiegersohn Fiebig. Er ist bei Grampel. Los, wir müssen hören, was die miteinander zu bereden haben. Leiser. Leiser. Tatsächlich. Grampel und Fiebig. Die hecken doch wieder was Böses aus. Die beiden kennen sich also sehr genau. Sie haben versucht, Oma Meier umzubringen. Bloß damit Fiebig schneller ihr Vermögen erbt und nicht zu arbeiten braucht. Psst. Sie dürfen uns nicht hören. Noch nicht. Da war doch jemand. Erwartest du Besuch, Herbert? Komm runter. Nein. Was ist mit dir? Bist du nervös? Weil ich den Koffer mit der Bombe gefunden habe? Na hör mal. Das ist doch ein Wink des Schicksals. Warum lässt du die Bombe nicht im Haus der alten Meier hochgehen? Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Nachdem du es mit dem Motorrad und dem Auto nicht geschafft hast. Ihr schwaches Herz. Na, du weißt schon. Und du nicht mit deinen nächtlichen Besuchen bei ihr im Haus. Ich weiß. Ich mach dir auch keinen Vorwurf. Jetzt werde ich den Koffer mit der Bombe in ihrem Haus abstellen. Der Zeitzünder wird dafür sorgen, dass die Bombe explodiert, wenn ich gerade woanders bin. Sodass ich ein unanfechtbares Alibi habe. Das Haus geht dabei zum Teufel. Na und wenn schon. Das Grundstück allein ist genug wert. Die Bombe. Man, besser hätte es gar nicht kommen können. Und sie ist dir wirklich vor die Füße geflogen? Genau das. Jemand hat sie aus dem Fenster geworfen. Dabei haben sich die Kabel zwischen Bombe und Zeitzünder gelöst. Zu meinem Glück. Sonst wäre sie explodiert. Gut. Hol die Bombe jetzt. Wir stellen den Zeitzünder ein. Und dann? Dann schicken wir die alte Meier auf eine lange, lange Reise. Locke? Ja? Schnell, telefonier mit der Polizei. Mhm. Gleich da drüben ist deine Telefonzelle. Hast du Groschen? Ja, hab ich. Bis gleich. Und was ist, wenn dieses junge Volk bei der Alten ist? Und was ist mit dem Hund? Das erkunde ich vorher. Die sollen uns nicht in die Quere kommen. Los, hol endlich die Bombe. Ja, ja, tue ich ja. Wenn es gar nicht anders geht, dann müssen die beiden die Alte eben auf ihrem Höhenflug begleiten. Dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Hier ist die Bombe. Und du kennst dich wirklich damit aus? Kein Problem, Junge. Du kannst ganz sicher sein, dass sie genau zu dem Zeitpunkt explodiert, zu dem ich sie einstelle. Polizei! Polizei? Wieso Polizei? Nicht will weg. Los, durch das Fenster. Weg hier! Wie schön, Grampel läuft mir genau in die Arme. Den schnapp ich mir. Hallo, Grampel! Der Karate-Heini schon wieder. Aus dem Weg! Nichts aus dem Weg, Grampel. Aus dem Verkehr. Wir ziehen dich aus dem Verkehr. Das ist doch ganz was anderes. Verschwinde! Nein, du verschwindest. Nehme ich hinter Gitter. Lass mich! Mein Arm! Oh, das, du tust mir weh! Mein Arm! Wen haben wir denn? Das ist Herbert Grampel, Herr Kommissar. Er hat zweimal versucht, Frau Agathe Meier zu töten. Im Auftrag von Herrn Fiebig, den Sie eben da drin verhaftet haben. Und außerdem hat er ein Auto gestohlen. Du kannst ihn loslassen. Er läuft uns nicht mehr weg. Ach ja, und außerdem hat er gerade eine Bombe für einen Mordanschlag gegen Frau Agathe Meier vorbereitet.
Im Auftrag von Fiebig. Das werden wir alles klären. Keine Sorge. Krempel, stehen Sie auf. Ja, ja, Herr Kommissar. Mein Arm. Ich bin froh, dass Sie da sind, Herr Kommissar. Sonst hätte dieser Kerl mir die Schultern noch ausgerenkt. Jochen Fiebig blieb nicht mehr lange der Schwiegersohn von Oma Meier. Nachdem Susanne klar geworden war, dass es ihm nur um das Erbe gegangen war, reichte sie die Scheidung ein. Fiebig wanderte zusammen mit Herbert Krempel ins Gefängnis, wohin die beiden wohl auch gehören. Sieht mal, was drin ist. Eine Torte? Ja, eine Torte. Und wir wollen Sie, liebe Oma Meier, und euch beide dazu einladen, sie mit uns aufzufuttern. Oh, das finde ich aber lieb von euch. Wie kommt ihr denn dazu? Die habt ihr doch nicht etwas stibitzt? Locke, wie kannst du so etwas von uns denken? Nein, nein, nein. Die haben wir von unserem Taschengeld gekauft. Wie reizend von euch. Mal raus mit der Sprache. Ihr habt doch einen Hintergedanken dabei. Ihr veranstaltet doch kein Festfressen ohne Grund. Und noch dazu mit Schwarzwälder Kirschtorte. Wir haben einen Club gegründet. Den Club Nie Wieder. Und wir möchten euch als Ehrenmitglieder haben. Und die Torte ist für das Gründungsessen. Den Club Nie Wieder? Wie soll ich das verstehen? Ganz einfach, Locke. Ich werde nie wieder um Geld spielen. Nie wieder. Davon habe ich die Nase voll. Eddie und ich haben schon einige Male Koffer am Hauptbahnhof mitgehen lassen. Aber seit wir in einem Koffer eine Bombe gefunden haben, sind wir geheilt. Aha, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Nie wieder. Genau, Locke. Nie wieder Kofferklau. Kinder, in einem solchen Club werde ich gerne Ehrenmitglied. Und Locke und ich ebenfalls. Na klar. Worauf wartet ihr noch? Holt endlich Bestecke für die drei. Genau. Wir brauchen Futterwerkzeuge, damit wir die Torte vernichten können. Oh. Der Club Nie Wieder muss gefeiert werden. Mensch, hab ich einen Appetit. Oh, schön. Ein Hoch auf den Club Nie Wieder. Der Mann mit den 1000 Gesichtern. Wir greifen ein. Ein Fall für uns zwei. Locke und Tom. Ein Fall für uns zwei.